Ich heiße euch herzlich willkommen hinter einer weißen Wand. Ja, so sieht das eigentlich mal aus, wenn ich anfange, meine Videos so ein bisschen einzurichten oder auch die Streams einzurichten. Das heißt, ich nehme mir einfach so eine weiße Wand und gucke, ob mein Chroma Key passt. Wenn er denn passt, kann ich das Weiß auch ausmachen und dann sieht das so aus wie jetzt. Also weil mein Licht hier ist ja nicht immer so super eingepegelt und ich bin hier im Clan. Jetzt muss ich mal eben schauen, so. Da bin ich jetzt online. Herobase, das ist irgend so ein Clan. Ich wollte hier nur mit meinem Rathaus 10er so ein bisschen die Clan-Spiele spielen. Und am Wochenende habe ich es da so ein bisschen verpasst oder verpeilt, die hier zu spielen. Denn es gab ja viele, viele interessantere Sachen. Und ihr habt ja auch gesehen, es gab ja später auch noch mal was. Aber ich glaube, ich nehme mal dieses Event hier. Das nehme ich, glaube ich, mal mit. Vielen lieben Dank auch für die vielen neuen Abonnenten hier auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr werdet nicht enttäuscht, denn etwas später hat ja der Alex hier noch gestreamt und alle die ihn dann abonniert haben, weil er natürlich Fortnite gemacht hat, die sind nicht ganz richtig auf dem Kanal, denn auf diesem Kanal gibt es eigentlich nicht wirklich Fortnite, aber ich gönne dem Alex das einfach ab und zu mal. Das hört im nächsten Jahr auf, dann wird er einen besseren PC haben. Und kann das Ganze selber dann streamen, aber ab und zu fragt er halt mal, Papa, kann ich heute wieder bei dir ein bisschen Fortnite zocken oder streamen? Und dann gönne ich ihm das einfach. Und so war es auch am Samstag, das heißt also nach dem Stream, hat er dann hier ja losgelegt. Ich muss jetzt mal eben so einen kleinen Gegner finden. Und ja, war ja ganz nett. Ich war übrigens in der Nähe, also für alle, die jetzt sagen, oh Gott, so ein 13-, 14-Jähriger hier mitten in der Nacht, das geht ja gar nicht. Nein, nein, Papa ist immer dabei. Ich bin dann am anderen Platz hier und gucke mir das Ganze so ein bisschen von außen an, beziehungsweise ich hatte ja sogar einen Alarm in der Nacht. Aber hier müssen wir erstmal einen anständigen Gegner, glaube ich, finden. Mal sehen, wen wir hier mitnehmen. Oh, 4000 Dunkles. Oh, und ab und zu, ja, da habe ich hier auch mal ein Rathaus 9. Ich brauche die Ressourcen nicht mehr so wirklich mit dem Rathaus 10er hier, aber der Bonus ist ja gigantisch hier. Denn ich weiß gar nicht, wie leer oder wie schnell ich die Lager hier leer machen soll. Also Bonus, Bonus, überall gibt es Bonus ohne Ende. Und jetzt muss ich aber mal gerade schauen. Ah, ich hab noch die Vor-Event-Truppe. Das heißt, ich habe hier noch so ein bisschen die Babydrachen am Start und zwei Pekkas. Das ist, die Rathaus 10er können sich sicherlich daran erinnern, dass man das so machen musste oder überhaupt mit dieser Truppe hier angreifen musste in den Events. Und deswegen habe ich die noch einmalig hier gebaut. Oh, mal sehen, ob meine Mauerbrecher da ganz gut durchgehen. Ja, die gehen ganz gut durch. Und dann haben wir hier, oh, da müssen wir schon ein bisschen giften hier. Aber ich habe noch ein paar Riesen dabei, ein paar Bola im Gepäck. Und wo können wir springen? Hier können wir, glaube ich, reinspringen in die Mitte. Mal sehen, wie meine Truppen jetzt gehen. Die gegnerische CB ist ja schon mal eliminiert. Ja, ich weiß, es ist ein Rathaus 9, aber Leute, ich mach's Event hier. Da sind mir die Gegner egal. Und da muss das hier nur fluppen. Auch wenn das dann jetzt so ein Rathaus 9er ist, der jetzt nicht so wirklich Chancen hat, hätte ich mal fast gesagt. Wo können wir denn eigentlich noch heilen? Hier, ach, schade. Oh, der eine Packer, den hat es da erwischt. Aber meine Babys hier sind natürlich noch gut unterwegs. Ich gucke mal, wo ich meine Lakis so ein bisschen einsetzen kann. Einmal da, einmal da. Den King muss ich jetzt leider schon so ein bisschen zünden. Und meine, ich glaube, die Queen nehmen wir hier mal mit in Wut. Ja, so. Ja, passt so. Ich weiß, das ist ein Rathaus 9, das ist ganz, ganz lame. Aber macht ja nichts. Ich muss das Event hier rumkriegen und vier Luftabwehren bzw. mehrere Luftabwehren in dieser einen Stunde schaffen. Und wir gucken mal aktuell hier rein, was es überhaupt für Events gibt. Die habe ich jetzt, die habe ich jetzt verbraucht. Bodengift. Ich trainiere die, ja, ich trainiere die ruhig nochmal nach. Die sind nämlich wirklich nicht schlecht. Zum Farm vor allen Dingen. Also es gibt ja diesen Black Friday. Ich habe diesen Black Friday auch schon genutzt. Allerdings nicht hier im Spiel in Clash of Clans, sondern so ein bisschen woanders. So der eine oder andere hat das sicherlich im Stream mitbekommen, was wir uns mal wieder gegönnt haben. Und aber der 5-Fünfer-Sterne-Bonus ist echt lecker. Meine Herren, 5-fach. Ich habe den natürlich schon so ein bisschen reingeholt. Gestern habe ich es ein bisschen verpasst. 99% billiger diese Truppen hier.
zu produzieren ist sowieso unterirdisch. Mit meinem Rathaus 12er werden wir gleich sehen, da springe ich gleich auch drauf. Wusste ich gar nicht mehr, was mache ich denn eigentlich, weil mein schwarzes war da voll oder mein dunkles und ich habe auch nicht so die richtigen Truppen dabei gehabt. Klar, die Clan-Games gehen jetzt noch 3 Tage, 11 Stunden. Die mache ich hier jetzt in diesem Clan hier. 18 Tage fangen die nächsten oder fängt die nächste Liga wieder an. Ich muss sagen, obwohl die letzte Liga nicht so gut gelaufen ist in einigen Clans, wo ich drin bin, dieses Mal freue ich mich drauf. Denn man wird ja immer so ein bisschen schlauer aus den Clan-Kriegen oder aus den Clan-Ligen. Und ich warte hier eben mal ab, dass mir jemand eine Truppe gibt. Oh, hier will einer ein paar Magier haben. Die habe ich jetzt gerade nicht. Aber ihr wisst das auch aus meinen Streams, dass ich eigentlich immer ein ganz guter Geber und Nehmer bin. 20 Stück, 5x4 sind 20. Ja, dass ich ein ganz guter Nehmer bin, Geber und Nehmer bin. Und deswegen springen wir jetzt, während ich hier auf die Truppen warte, einmal auf das Rathaus 12. Denn dort ist ja am Wochenende was echt Witziges passiert. So, und aktuell hier auf dem Rathaus 12er, ja, was ist ja eigentlich am Wochenende passiert? Ihr habt ja gesehen, es gab den Fortnite-Stream von Alex und was er dann vorher gemacht hat, also ich habe hier neben ihm gestanden, was er hier vorher in Clash of Clans produziert hat. Ja, ich weiß, er hat ein paar Games ausgegeben, das war aber nicht schlimm, das war so ein bisschen dann auch so ein bisschen von mir geplant. Das heißt also, wir hatten hier ja die aktuelle Forschung. Das waren die Schweinereiter auf Max-Level und ich glaube, er hat etwas über 800 Gems dafür ausgegeben. Das heißt, er hat erstmal die Schweinereiter gemacht, hat sich dann einen Hammer gekauft. Ich hatte ihm das so von da vorne gesagt. Da vorne ist nämlich mein Fenster und da habe ich ein bisschen gestanden und habe ihm so ein bisschen über die Schulter geschaut und habe ihm gesagt, pass auf, jetzt gehst du in den Shop, kaufst diesen einen Hammer und haust hier die Golems hoch. Also er hat gleich den Golem, gleich den Golem auf Max-Level gehauen und danach natürlich mit den vollen dunklen, was ich hier hatte, die endlich mal die Hexen angestartet. Vielleicht hätte ich es auch umgekehrt machen können, aber ich glaube, der Golem, der ist mir ein bisschen mehr wert auf Max-Level als die Hexen, denn ich habe noch ganz, ganz viele Tränke hier bei mir über. Und wenn ich denn unbedingt die Hexen Max haben muss, dann nehme ich halt hier einen der Machttränke. 13 Stück habe ich hier im Moment, denn ihr habt das ja mitbekommen, denke ich mal, aus dem Stream vom Sky, dass hier etwas Neues kommen wird, nämlich hier Change to Magic Item Stacking Troop Events. Das heißt also, hier werden wir nicht mehr so oft die Dinger stacken können. Das heißt, die 13 schräger 5, die ich jetzt habe, ich muss die gnadenlos ausgeben oder halt verkaufen, denn das Stacking hier hat ein Ende. Das macht Clash of Clans, denke ich mal, genau wie Leute wie mich, solche Sammler hier. Demnächst kann man nicht mehr stacken, auch in den Clan bzw. in den Events. Wenn man dort ja die Items bekommen hat, dann haben die immer gestackt. Ihr konntet immer etwas mehr überbuchen, als dass ihr wirklich aufnehmen konntet. Das ist jetzt demnächst zu Ende. Wenn man dann voll hat, also 5 von 5 und macht ein Event und kriegt von mir aus 3 Machttränke dabei, dann hat man demnächst irgendwo so ein kleines Icon, irgendwo hier im Bild, wo dann quasi gesagt wird, pass mal auf, deine Magic Chest ist voll und du musst die erstmal leer machen, bevor du dann die Rewards von dem Event abräumst. Also es geht nichts verloren, aber letztendlich kann man nichts mehr überbuchen. Keine Ahnung, warum sie das jetzt machen. Ich meine, hätten sie von Anfang an machen können, dann hätte keiner jetzt genölt, so wie ich. Lass doch dies überbuchen sein. Ich muss die Scheiße immer verkaufen hier und auch viele, viele andere. Aber auch hier bin ich aktuell im Event. Hab jetzt schon wieder 105.000 Dunkles. Ich weiß, es ist ja auch hier in der Legende, sind wir mal ehrlich. 4,5 Millionen an Bonus für den 5-fach-Reward und 22.500 hier an Dunklen. Ich muss jetzt noch einmal einen Stern hier holen für heute, aber das geht alles gar nicht das geht hier gar nicht alles rein. Das heißt, ich muss das schon wieder rauskollekten hier. Und kann jetzt eigentlich nichts machen, weil ich keinen Bauarbeiter habe. Mein nächster Bob wird erst in 15 Stunden frei. Also machen wir hier mal fröhliches Lupen und sehen uns zum Angriff. Denn mal wieder. Ja, jetzt haben wir schon wieder so eine weiße Wand. Und nicht schlecht. Ja, und das war eigentlich der Angriff hier. Aber
Ich habe mal wieder gar nicht aufgenommen, sondern ich habe vorher so ein bisschen eine Leeraufnahme gehabt und sehe jetzt erst eigentlich beim Schneiden, oh Toto, da hast du was nicht aufgenommen, jetzt ist aber ultra spät und ich habe keinen Bock, mein Licht nochmal aufzubauen. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Die Webcam kommt dann gleich wieder beim Rathaus-Szene-Angriff. Also auch hier habe ich mich so ein bisschen nicht genötigt gefühlt, sondern hier auch mit Hexenbola und den Riesen angegriffen, denn sie sind ja hypergünstig im Moment. Auch bei meinem Rathaus 12er. Und mal sehen, wie wir den hier durchschnitten haben. Das passt ja eigentlich so. So eine Base ist eigentlich ganz schick hier so mit den Bahnen. Und ist auch gar nicht mal so super schwer. Ich habe mich jetzt schon dazu entschieden. Ich springe hier ganz, ganz hinten. Erstmal, denn meine Karre fährt gegen die Multi-Infernos hier natürlich komplett bis zum Rathaus durch. Den dritten Inferno hat er noch im Ausbau. Ist natürlich so ein bisschen mein Glück gewesen. Es sind mir jetzt nicht alle Truppen draufgegangen. Hier in der Mitte am Rathaus, deswegen hier nochmal den Heil geworfen für den Rest am Ende. Und ja, ich denke mal, haben wir ganz gut gemacht hier. Und auch die Punkte hier in der Legende nehme ich ganz gerne mit. Ich habe hier jetzt nicht ganz so viel Gold gemacht, aber dafür richtig, richtig viel Elex. Denn ich versuche jetzt im Moment so ein bisschen meine Mauern mal nachzuziehen. Denn die sind bei mir viel, viel zu kurz gekommen. Und deswegen haue ich mir die mit Elex im Moment hoch, da ich ja nur dunkle Truppen zurzeit levele. Und dann habe ich hier noch zwei Freeze am Ende über gehabt. Ich glaube, die sind mir mal richtig gut gelungen hier. Jeweils eine Defensive oder jeweils ein defensives Gebäude. Und dann war hier hinten eigentlich nur noch der eine X-Bogen über. Und auf den hatte ich eigentlich auch meinen Fokus gelegt, als ich das hier aufgenommen habe. Was mal wieder Wumpe war. Also was ich mal wieder irgendwie verpeilt habe und habe die Aufnahmetaste nicht gedrückt. Habe die ganze Zeit gelabert. Das müsst ihr euch auch mal so vorstellen. Da labert hier einer die ganze Zeit und merkt gar nicht, dass er gar nicht aufnimmt. Naja, aber jetzt kommen sie von beiden Seiten hier. Einmal von da oben und einmal von hier unten. Die vielen, vielen Hexen mit ihren vielen, vielen Skeletten. Einmal von rechts, einmal von links. Aber der Warden gibt dem X-Bogen dann hier auch noch so ein bisschen Feuer. Oder hätte dem so ein bisschen Feuer gegeben. Aber die Skelette machen das vorher. Der Warden unterstützt noch so ein bisschen. Und das war eigentlich mein Rathaus 12 Angriff. Ja, deswegen... seid gespannt, jetzt kommt noch ein Rathaus 10 Angriff, also den hier verpeilt, aber diesen hier ganz gut gemacht. Und jetzt Rathaus 10 Action. Und was eigentlich sehr, sehr schade ist, denn ich habe keine Clanburg. Ich habe keine Clanburg hier jetzt drin. Wir nehmen die jetzt mal so, wie sie kommt. Also auch hier die Eventtruppe mit den vielen Riesen, mit den noch viel mehreren Hexen und mit den Bolern dahinter. So, jetzt haben wir hier noch zwei Hexen. Ich glaube, die gönnen wir uns hier nochmal. Ja, jetzt habe ich habe jetzt keinen Vernichter. Den nehme ich jetzt mal nicht, denn der ist leer. Der bringt irgendwie gar nichts. Und mal gucken, ob wir hier... Ich hab gerade eben noch die vierte Luftabwehr gesucht. Ich finde die im Moment gar nicht. Mal sehen, wo er die hier hat. Aber er hat beide Infernos hier im Bau. Das ist natürlich super für uns. Und... jetzt kommen die hier nicht so ganz rüber. Shit, shit, shit. Warum springen die da eigentlich nicht? Ist mir ein Rätsel. Na, dann lassen wir die Queen hier gleich vielleicht nochmal springen. Warum springen die da nicht? Ah, okay. Da springen sie jetzt. Einmal noch den Wut gesetzt hier. Wir haben noch zwei von den Lakaien über. Und ja, ich glaube, ist ganz gut. Ich weiß echt nicht, warum oder wo diese vierte Luftabwehr war. Vielleicht haben wir jetzt gleich alle 8. Ansonsten muss ich natürlich nochmal einen Angriff nachlegen. Aber die 1050 Punkte sind natürlich echt super dafür, dass ich am Wochenende so wenig Clanspiele gemacht habe, obwohl ich es da geplant habe in den CKs. Und hier muss ich immer mit der Pfeiltastenkombination reinscrollen, denn ich bin hier am anderen Emulator. Also auch das ist ja immer mal wieder eine nette Frage. Toto, an welchen Emulatoren spielst du eigentlich? Also den Avatar spiele ich eigentlich ausschließlich auf BlueStacks. Und den Toto spiele ich ausschließlich auf Nox. Alle anderen Accounts habe ich im Memo drin. Und so baller ich die hier eigentlich durch. Und ich glaube, der Morde ist mir gar nicht mal so schlecht gelungen. Der ist mir gar nicht mal so schlecht gelungen. Aber auch hier dauert die Truppe, die dauert einfach endlos lange. Wenn nicht, selbst mit Schub dauert diese Truppe hier wirklich, wirklich super lange. Mal sehen, mein King ist noch nach außen am Latschen da. Okay, der macht die Bauhütte. Vorbildlich King. Hier haben wir aber auch nichts mehr vergessen. Und ich glaube, wir packen es doch nicht. Die vier. Die Doppelkanone hier. Die ist doch ein bisschen heftig, glaube ich. Was macht denn der eine Bowler hier? Was macht denn der eine
Was machst du? Er holt mir noch ein Prozent. Ja, ich meine, der Lot ist meiner, aber er holt hier noch ein Prozent. Und 98%, komm. Oder was muss ich jetzt noch machen? Okay, das wird er nicht schaffen. Das wird er leider nicht schaffen, ist aber nicht ganz so schlimm. Der blaue Kollege hier, wir verfolgen ihn mal. Ist ja auch mal ganz niedlich. War ja eher selten, dass ich mal so nah beigehe, aber schön gemacht. 98%. Mal sehen, ob es gereicht hat hier fürs Event vor allen Dingen. Mit Toto habe ich noch erst 100 Punkte und ich gucke mal, auch hier ist der Bonus überirdisch und ich habe es gepackt. Jawohl, das waren doch 4 Luftabwehren und 1050 Punkte wieder dabei. Also ich will hier auch die 4000 Punkte holen und ja, ich meine, ich baue die Truppe exakt nach, denn sie ist... Ja, 54 Dunkles für 10 Hexen, 11 Bowler. Das ist der Hammer. Es ist echt der Hammer. Aber ich glaube, einen Spell habe ich vergessen. Nämlich den... Oh, da haben wir den ein bisschen zu viel. 11, 11, jo. Den einen Dunklen haben wir noch vergessen. Okay, der eine dunkle Zauber. Also zu den 54 kommen dann noch... was kostet das Teil? Wo ist der? Da ist er. Okay, der kostet nochmal... wo steht das hier eigentlich? Ah, 140. Okay, 140. Die 140 kann auch ruhig kosten. Ich hoffe, die Folge hier von Clash of Clans hat euch gefallen. Also alle Fortniter, ihr müsst mich wieder deabonnieren. Ich bin kein Fortnite-Spieler. Das macht nur der Alex ab und zu. Ich bin ganz klar der Clash of Clans-Spieler. Wenn euch die Folge gefallen hat, am Ende den Daumen hier setzen. Und dann sehen wir uns in dieser Woche ganz sicher wieder. Bis dahin, euer Toto. Clash.